Kann ja mal gucken. Nope. Jo. Das finde ich immer am längsten lade von euch. Wo ja. Geht's weiter? Um dahin zu kommen, wo die Sawtooth-Banditen ihre Bomben laden. Oh ja, Ammo. Ach, das Drecksding, ja. Du musst dich durch jede Menge Sawtooth-Kerle durchkämpfen. Aber hey, sonst wird's ja keinen Spaß machen, oder? Map. Meine Slabs kämpfen seit Jahren gegen die Sawtooth. Diese Bastarde haben Dutzende Kammerjäger an Jack ausgeliefert, wenn die Kohle nur stimmte. Töte sie alle, Kammerjäger. Und du wirst dabei lächeln. Ist direkt unter uns, oder? Mhm. Da unten ist dieser Weg. Ich hüpfe einfach mal runter, ne? Kann mir dir helfen. Irgendwas macht hier enormen Schaden. Ja. Ich kann dich gerade nicht mehr helfen, ich kann mich gerade selbst kaum helfen. Ich hole inzwischen halt mal was wir holen sollen. Du musst ein paar Y94 Odomo-Sprengsätze klauen. Machen wir hier nicht schon mal. Und den Krieger finden willst. Könnt ihr vielleicht warten, bis ich auch da bin und nicht sofort, ich bin gleich tot. Danke. Gut gewartet. Nee, ich bette mich nicht, er tut es. Ich komm her, Konstantin. Krass. Willkommen, der Best. Ich bin dabei. Ups, hab den Kopf getroffen. Ja, Best. Gott. Hier. Ah, da hinten ist ein Teilbau in die Bahn. Okay, schau. Ich drück mal schnell den Knopf, ne? Ist gut. Pipifuck! Ja. Alles gut. Schlimm ist, ich habe gerade neben meine Waffe aufgehoben, automatisch. Oh, Geld. Nee, der ist nicht krass, der Enemy. Bei dir fick dich. Ich bin fast tot. Ich habe die falsche Waffe ausgerüstet. Bin auch fast tot. Übrigens. Einer ist down. Ich hab ihn. Okay, bin down. Okay, danke. Wir stehen auf zwei Seiten. Einer von beiden kann uns immer in den Rücken schießen. Ich bin tot. Also einen von meinen hab ich gerade. Gott. Was? Ich sterbe. Ja, ja, ich... Jeez. Achso, ich hab... Oh. Okay, ich bin down. Jetzt sind alle, jetzt sind beide tot. Ja. Dich kriegen wir wieder hin. Gracias. Ich bin tot. Nein. Ist mit auf den, komm mal, einer von uns schafft das. Also ich nicht. Wer von uns hat den jetzt gekillt? Ach du, Simon. Hab ich? Aber ja, ich schnell. Gestorben. Du lebst. Was? Ich bin gestorben, ich bin spawnen gerade. Ich bin auch tot. Kann mir sagen, wer von uns gerade diesen einen dicken Marauder gekillt hat, also wenn keiner von uns dafür die Heilung bekommen hat? Wahrscheinlich ein Gifteffekt oder sowas. Toll. Tot. Wahrscheinlich Simon, nachdem er gestorben ist. Würde ich denken.
verkackt, der Nächste. Kann doch eigentlich auch einfach. So. Lass ihn kurz da stehen. Okay. Da bin ich wieder! Death Trap. Wieder down, ey. Der Aufzug bewegt sich nicht. Du musst Mortar zur Weißglut bringen, damit er mit dem Aufzug runterkommt. Hey, ich bin hochgehoben, als ich fast im Nahkampf getroffen hätte. Gern geschehen. Mir scheißegal. So gibt es uns Leben. Mach dieses Licht dahin. Keine Ahnung. Das ist Death Traps Schuss. Lol. Boah, wie langsam sind die denn? So, zum Kopterkran. Moment, ich muss kurz meine Waffen wechseln. Kann nicht angehen. Ich habe so eine ekelhafte Pistole gerade ausgerüstet aus Versehen. So. Ich habe auch ekelhafte Pistolen, aber die sind geil. Dann können sie doch nicht ekelhaft sein. Doch, sind sie. Aber geil sind die auch. Widersprichst dir. Irgendwie sind die ekelhaft, aber irgendwie machen die viel Schaden, deswegen. Ah, da kommen Erinnerungen hoch. Als ich das letzte Mal hier war, hatte ich Tiny Tina im Schlepptau, die Granaten auf die Sawtooth-Banditen warf. Weißt du, dass der Sand viel Kritze vor sich hält, auch wenn er da schwebt? Wir haben vielleicht dumm geschaut. Wie sie. Oh, hab ich damals eine Menge Leute Und das mal hören. Das ist schwer zu hören, wenn überall Tod und Verderben ist. Ich denke mal drüber nach, dass Rowans Training und seine Erfahrungen nutzlos waren, als mich traf. Und frag dich gerne, boah, ich hab gerade mega Lags. Den Anführer der Crimson Raiders töten konnte, ohne einen Schweißtropfen zu vergießen. Schwer wird es für mich sein, einen psychotischen Banditenkönig und einen betrunkenen Scheiß-Scharfschützen zu töten. Ich kann spüren, wie das Leben meinen Hals mich aussaugt. Versprich mir, dass du dich an Jack rächen wirst, solange du noch eine Kugel in deiner Waffe hast. Versprich es mir. Du weißt aber schon, dass deine komischen Kontaktlinsen richtig creepy sind im Real Life. Nicht wesentlich creepier als die von Angel. Ich fand Angels Design eigentlich echt cool. Außerdem war man gewohnt, sie irgendwie als Real-Life-Person zu sehen. Eben. Und sie hat sie nicht dagegen gewehrt, konvertiert zu werden, oder was auch immer. Da laufe ich nicht durch, da kommen immer die Kackviecher raus. Ich laufe hier am Rand entlang. Oh, schau mal, Kackviech. Oh, ein Kackviech. Tot. Nummer 5! Kann ich, jetzt kann ich. Au! Hab ich richtig weggeballert. Alter, der ballert mich weg, ich kann dir nicht helfen, weil der mich wegballert. Fokus auf mich gerade, also auf Death Trap. Oh, what the fuck. Schlimm ist, dass der Baddest Power Thrusher genau in mir steckt. Danke. Ich verliere Save yourself. So viel Geld durch respawnen. Ali. Team. Au. Ah, der steht wieder direkt in mir. Tot. Scheiße. Ich kann dir gerade nicht helfen. Ich sterbe einfach dabei, wenn ich das versuche. Dort ein paar Sekunden. Das Schlimme ist, ich kann fucking Granatwerfer mit meinem Raketenwerfer in den reinhauen. Der kriegt kaum Schaden, ey. Fuck. Ja, ist egal. Mich hier zu retten ist sinnlos. Nicht, wenn der Thrasher direkt in mir steht. Ja. Da sterbe ich sofort wieder. Ich hasse diesen Ort. Klein wenig, ja. Im Singleplayer geht das noch. Da macht er zwar gut Schaden, aber nicht so unglaublich viel. Ah, das. Ja, gut. Mach ihn mal tot. Was du nicht sagst, automatische Ansage.
während ihr abgelenkt, während der an euch abgelenkt ist, laufe ich einfach mal in die andere Richtung, ne? An euch? An mir. Holy shit, ich werde gerade von den ganz normalen Banditen-Effekt. Das ist ein bisschen zu krass, ist das Gebiet. Nein. Level 27, eigentlich geht das für uns. Problem ist nur. Scheinbar nicht. Eben. Eigentlich geht das für uns. Aber vielleicht doch nicht. Ich möchte eins klarstellen: Es geht nicht mehr um Pandora. Es geht um dich und mich. Ich werde nie ersetzen können, was du mir genommen hast. Aber deine Kammerjägerfreunde ermorden, in der Stadt zerstören, das wäre ein Anfang. Der wird gleich. Yep. Ja, der Super Goliath gleich. Ja. Oh, das ist lecker. Komm, den haben wir. Nice. Ich will nämlich nur ein bisschen Leben von denen kriegen, eigentlich. So. Guck dir die Leiche an. Tut mir leid wegen deinem Gesicht. Welche Leiche wo? Na, die klemmt da hinten in meinem Bild fest. Nice! Einfach. Einfach einmal die Fresse schlagen ist der Tod. Ich sag ja, Nahkampf ist episch. Lol, lol, lol. Death and Destruction. Ach, da oben ist die Riesenturret noch. Ja, Ed's, rasender Ed's bleibt. Danke. Ich bin die Turret losgeworden. Wie auch immer das tut. War. Okay. Also irgendwo muss hier doch Leben rauskommen, oder? Oh, das Leben. Oh. Was ich mir für ein Problem mit Leben hab. Ja. Bist du? Maybe. Lass mir einen übrigens zum Hochheben, dann können wir uns an dem hochheilen. Naja, du. Ne, wir alle. Wenn man Schaden macht, ja, das stimmt. Die Sache ist, ich muss das Ganze machen. Sei denn, ich sterb jetzt. Ja, what the fuck? Alter, geh weg, dabei. Nice, ich bin an der Ecke hängen geblieben. Von so einem Selbstmörder. Wo steckst du denn? Ist egal, ich hab Second Wind gekriegt. Okay. Einfach mal eine Granate mal dahin und dann laufe ich mal kurz ein paar Schritte beiseite. Granaten, ja, klingt gut. Danke. Wow. Bisschen mit Slack draufgepackt noch auf dich. Zu dir. Ah, Heilung! Heilung! Nice! Aber regenerierst du dich nicht? Ja, manchmal irgendwie. Eigentlich nicht, nein. Ich regeneriere mich richtig heftig die ganze Zeit. Ich regeneriere mich quasi gar nicht. Ich hab Medikits gefunden, Leute! Scheiß Copter. Da hinten ist wieder so eine Turret, Moment. Ich mach die mit meinem Sniper weg gerade, Moment. Ich komme nicht mehr ums Objective. Ja. Kack, der Sniper da oben. Wenn du Boombringer sprengst, zieh nicht in die Explosion. Geh einfach weg. Du wirst aussehen wie ein Badass. Ich sterbe. Ah, Sniper ist unten. Ah. Ja, das wollte ich. Jetzt reicht's! Ich komm runter und sag dir, wie es schmeckt, seine eigene Kugel zu fressen! Klingt, als könntest du jetzt den Lift nehmen. Du kannst Motor beim Rauffahren. Au. War klar. Ich rette mich, glaube ich, steht das hinten. Ah, okay, dann rette ich mich halt. Okay, jetzt kriegst du nicht mehr in Hilfe. Was denn du da hinten überhaupt? Dasselbe, was ich tue. Füttern. Sterben. Wenn Corby tot ist, ist immer ganz doof. Okay, warte.
wo auch immer ich Second Wind hergekriegt habe von dir. Von mir, ja. Okay. Nicht drauf geachtet? Tatsächlich nein. Ach komm, rennen wir doch einfach. Who cares? Ja, rennen wir. Weil die Viecher kommen halt immer wieder. War nicht vorbereitet aufs Rennen. Wow! Das war ein gefährlicher Sprung. Da bin ich. Was? Gefährlicher Sprung? What? Okay, der Sprung. Jetzt der Sprung. Wie geil, einfach über den Abgrund. Das nicht mal gesehen. Wollen wir da runter? Ja, sollten wir. Stimmt, da war was. Oh. Brauch Munition. Für einen kurzen Moment. Jetzt hab ich nur noch ein paar Pistols. Ach, guck mal, da ist ein Muni-Automat. Wow, ein Wunder. Aufzug. Ei. Gleich. Ah, das ist der, von dem geredet wurde. Ja. Komm hoch. Nahkampfschaden machen. So. Hat er irgendwas? Nein, natürlich nicht. Wenn es so weitergeht, bin ich der einzige Slap, der noch überlebt von euch allen. Was brauche ich? Ich brauche davon was Neues und hiervon. So. Es ist ein guter Tag, voller wow. Möglichkeiten. Hereinspaziert, hereinspaziert. Und okay, ich verkaufe auch erstmal Sachen zu spät. Eine Pause. Oh ja. Wenn wir verkaufen, auch mal eine gute Idee. Ich glaube, ich habe noch gut Inventarplatz. Ja. Ich habe nichts aufgenommen. Hm. Warten, bis Konstantin wieder da ist. Oder ihn einfach wegfahren lassen. Fick Nein. dich, Simon. Ihr Penner. Ich dachte, der wäre schon. Da. Nein, ja, klar. Er hat gesagt, er verkauft noch mal Sachen. Waffe sah aus, als wäre sie Konstantin. Sorry. Kann ich irgendwie töten? Nicht mich, ich kann da nichts für. Meine Jungs kommen und klauen die Sprengsätze, aber dazu muss der Luft. Ja, yeah, klar, jetzt wird hier unten noch umgebracht. Schieb's, der kommt wieder runter. Achtung. Ich muss erstmal Achtung. Haben vor dem. Mord ist dein Hobby! Ist denn für unten tötet? Ja, geht uns hier oben gerade nicht viel besser, Junge. Dead. Ich bin immer noch hier unten, das ist ein Unterschied, oder? Also, komm runter zu dir. So. Ja! Survived, Alter. Komm in den Aufzug rein. Komm einfach sofort rein. Jetzt. Wow, wow, wow. Jetzt, so, los. Jetzt können wir so rein. Oh, go, go. Oh, go. Alter, knapp für drei Leute. Ja, würde das erst mit vier sein, hm? Man muss halt bedenken, die Gegner werden nicht springen. Gegner werden halt ein bisschen mehr als dreimal stärker, weil man eigentlich zu dritt super Taktiken anwenden kann. Problem ist halt nur, wenn man es kann. Ach so, Taktik ist, Konz rennt vor, ich stehe dahinter und du stehst ganz hinten. Meine Taktik ist gerade, ich werfe einfach mal eine Granate auf den Typen und guck mal, was passiert. Das ist eigentlich auch meine Taktik, aber ich habe keine Granaten mehr. Oh, und ich krieg eigentlich, ich sterbe eigentlich an allem sofort. Holy fuck. Ich weiß nicht, ich habe ja gerade eben angefangen Dark Souls zu spielen und ich kriege so Analogie, Flashbacks. Ja. Man stirbt an allem und kann eigentlich nichts dagegen tun. Nee, die kommen immer wieder, die Buzzards. Einfach komplett ignorieren. Bringt rein gar nichts. Obwohl, wir müssen 5 Buzzards zerstören. Oh, lol. Ups. Ah, nichts leichter als fasten. Ich mach den einfach immer nur mit meiner Dingsschaden, ansonsten treffe ich die nicht. Meiner was? Mit meiner Fähigkeit und meiner Pferde. Okay, ja gut. Ja, die Sachen, die sie nicht hochheben kann, werden einfach sofort insta geschadet. Den wird einfach geschadet automatisch. Au. Ja. Bin auf dem Weg. Du hast doch schon ihren Boss umgelegt. Okay, Simon ist da. Sei unbesorgt, Bürger. Ich rette dich, sagt sie. Mhm. Geil, das hab ich noch nie gehört. Ja, ich hab dich auch noch nicht so oft geweint, ne? Ach, scheiß drauf, hier, Sniper.
Unser ätzendes Zeug ist am besten gegen die irgendwie. Ja. Ja, das sind Maschinen. Rüstung. Korrosion gegen Maschinen ist immer gut. Ja, sicher. Double 4. Ätzen und Korrosion ist was anderes, aber ja. Cool. Jetzt markierst du die Kisten zur Abholung, dann werden meine Jungs sie holen kommen. Wieso? Ätzen Sachen meistens korrosiv. Ja, so eine Korrosion. Ne? Ja, was für Korrosion dachtest du denn? Sauerstoffkorrosion gibt's auch noch. Auch ätzend. Ja, aber hier gut, ich glaube, komm, dass das mit dieser flüssigen Säure jetzt zu tun hat. Ich finde schön, wie die Grafikfalte einfach singt, wenn du diesen Falter da drauf haust auf die Kisten. Meine Jungs kommen! Slaps sind im Anflug und kommen weg! Ja, kurzzeitig. Ja, oh, Support. Support Slaps immerhin. Support Slaps, mh. Oh, die letzte Kiste habe ich noch nicht. Nein, auch, jo. Ach ne, die wird noch eingesammelt. Ja. Spring einfach am Ostende des Turms runter, wenn du auf dem schnellsten und coolsten Weg wieder zu der Schnellreisestation willst. Gut. Sollen wir uns schon wieder irgendwo runterstürzen, sag mal. Ja, aber wir sterben diesmal nicht. Wahrscheinlich. Sicher? Ziemlich. Ui. Boing. Bist du gerade aus dem Kopternest gesprungen? Gott verflucht, machst du mich stolz! Immer feste Druck! Springen und hüpfen, springen und hüpfen. Der wird die Arbeit machen lassen. Ja, ich wollte eigentlich eine Granate unter mich werfen, aber. Merkt mich gut. Hab keine mehr. Ui. Ja, da bringt nicht viel. Wenig Enemies. Hier ist Arid Nexon, hier ist Iridium Blight. Also einfach Fast Travel wahrscheinlich. Nee, jetzt geht er da durch. Alles im Lot da hinten? Ah. Sorry. Go, go, go. Mal statt trinken, also ja, alle hören. Ja. Ja. Becky. Ich meine, ich könnte mich muten. Aber nein. Das wäre qualitativ hochwertig. Mein kleiner Finger stirbt mir nur gerade wieder ab, weil ich ständig vergesse, dass man das nur antippen muss, das Rennen. Das ist für mich einfach ungewohnt. Ja, für mich auch. Ich drück die ganze Zeit doppelt W zum Sprinten. Aha. Was ist denn das hier? Minecraft. Aus Arma. In dieser militärischen Welt. Erstmal, ich einfach mal, welche im Menü bin, verdammt nochmal. Sei nicht einfach im Menü, ups, während die andere umbringen. Aber ich hab den Goliath im Kopf geschossen, hab ihn noch getötet, einfach. Bevor sich verwandelt hat, nice. Auto. Auto. Nicht sterben. Map. Bah. Unter. Ich will mal Rechtsklick drücken. Mann, ja. Ach so, ja, den ganzen Weg wieder zurück. Oh, ich habe 16.000 Leben. Och, woher das denn? Ich habe erst gemerkt, dass das Sägeblatt ein Alternativfeuer hat. Ja, natürlich. Das habe ich erst vermerkt. Oh, Junge. Ja, wow. Das Fastding hatte das nicht, soweit ich mich erinnere. Damn, Schnellmerker. Nein, die meisten Sachen haben. Die meisten Sachen schon. System. Aber das. Aber das nicht. Moment, ich fahr nicht richtig, ne? Zum Teufel mit dir, Sigmund Freud! Ich hätte da rechts gemusst, okay. Ja. Die Map ist so übersichtlich. Komm ja. Übrigens, da komm ich Rackdinger, kannst du mal drauf schießen. Ne, jetzt brauchen wir Skags. Egal. Trotzdem drauf, wow. Trotzdem drauf schießen. Kopf runter, Slap. Meine Jungs legen los. Bumm. Feuerwerk. Das sollte reichen. Der Weg zur Infostockade ist frei. Geh rein und finde raus, wo Lilith und der Krieger sind. Geh rein und finde raus. Werde ich einem Hyperion Außenposten einen Besuch abstatten. Mal sehen, ob ich dort ein bisschen schwere Panzerung für unseren entscheidenden Angriff auf Jack stehen kann. Juhu. Nichts geht über Jacks Sachen gegen Jack nutzen. Alles andere wäre ja langweilig.
Ding. Hallo. Das sind viele Rohrleitungen hier. Okay, ich muss mich erstmal umgucken, warte mal. Bisschen was lila. Ey! Bleib einfach weg. Vor allem gegen Pfosten. Wie du aussteigst, ist echt cool. Ich hab mich auch runtergerollt, also so. Siehst du das Gebäude, aus dem das Licht strahlt? Ah, bei mir sieht das nicht so cool aus. Ich bin zu klein und fett dafür. Geh jetzt dorthin. Ich hab nochmal gerade die Quest angenommen und so, ne? An der Seite der Pipeline sollte eine Leiter sein, die zu einer Wartungsluke führt. Dadurch kommst du ins Innere der Pipeline. Es wird schmutzig, aber so kommst du zu Stockade. Lecker. Wird schmutzig, okay. Was? Wie kommt man da jetzt rauf? Wahrscheinlich dahin. Head to the main pipeline. Dö. Found it. Verdammt. Bist du okay? Gerade abgefallen, ja. Als wäre die Leiter kaputt. Allerdings scheint die Pipeline gesprungen zu sein. Ich wette, wenn du den Druck erhöhst, kannst du das Rohr aufsprengen. Geh auf diese Weise rein. Ja. Geh zu einer der Pumpstationen. Pumpstationen. Statt einfach die Leiter zu nehmen und sie wieder anzulegen, die liegt direkt daneben. Ich habe den Außenposten erreicht. Gebt mir etwas Zeit, dann klaue ich ein Landungsschiff. Sobald ihr herausgefunden habt, wo der Krieger ist, können wir ihn uns gemeinsam vornehmen. Super happy fun time und so. Kommen wir da unten durch? Ja, ne? Ja. Gerade. Gut, du hast es geschafft. Jetzt dreh die Ventile auf, um den Druck zu erhöhen. Oh, war wir kaputt. Ja, RPG-Loader. Da hat irgendwas aufgehoben, ich weiß nicht was. Achso, Skag-Teile. Ich sterbe. Das wird der pure Wahnsinn. Au! Was war das? Shit, Scheiße, keine Munition mehr! Wo sind die ganzen Kugeln hin? Du sprichst es nicht genial. Okay, ich habe hier aber schon die ersten Level 29 Sachen zum Aufheben, das heißt, hier ist wieder knapp im Leben. Einfach anmachen, genau. Einfach anmachen. Einfach anmachen. Gute Prise fürs Leben. Jetzt nehmen wir die zwei anderen Pumpstationen vor und erhöhe den Druck, bis die Leitung beinahe platzt. Dann kannst du sie aufsprengen, in die Stockade eindringen und rausfinden, wo der Krieger begraben ist. Hab ne Karre, einfach einsteigen, wir fahren los. Eindringen und rausfinden. Kumpel, ich bin's Roland. Lass uns Handsome Jack killen und dann gehen wir alle Milchshakes trinken. Ja. Das klingt sehr nach Roland. Er hat nur gespielt. Er ist immer noch tot. Hab mir beim Gehen sein Echo-Gerät geschnappt. Ich wollte dir nur sagen, deine Freundin Lilith lädt den Kammerschlüssel auf wie eine Eins. Der Krieger wird sehr bald wach sein. Mit meinem Plan kommt man vielleicht nicht hinten an, aber man kommt an. Hallo, hallo, an Bord der Hype Train. Los. Nein! Ihr wollt echt immer ohne mich abhauen, oder? Ja. Nö, wenn du mal Ewigkeiten brauchst. Das war oben offen, das war in dem Fall einfach. Will ich hier die zweite Pumpstation irgendwo tief vergraben? Sehr, sehr, sehr tief vergraben. Angriff, Leute. Hat nur noch keine Lust zu tun. Moment, so. Ups. Ups. Ich wollte eigentlich dich heilen. Oh Gott, ich muss hin. So ein braver Junge. Alter, die Granaten sind voll, voll nutzlos. Startschutzloader in meiner Fresse. Hallo. Kann passieren. Was noch da hinten noch? Der ist mir in die Fresse gehüpft.
Ich war da gerade eben noch nicht. Okay. Nehmen wir in meine Fresse. Danke für den Killklau. Bitte? Danke für den Killklau, sag ich. Oh, kein Thema. Mach einfach die Pumpen an, ne? Ja. Wir können. Nimm dir noch die letzte Pumpstation vor, dann können wir die Pipeline aufsprengen. Das sind aber nicht vielleicht die Pipelines, die zu Lilith führen, ne? Hm. Wenn schon. Warum nicht? Wenn doch, wäre doch auch nett. Ja, das wäre jetzt einfach. Das ist wahrscheinlich ein Teil der Pipelines, die zu Lilith führen. Davon abgesehen hat Jack garantiert riesige, lächerlich große Tanks. Du bist da runtergesprungen, hast du gesehen. Kommt ihr? Ich bin im Aufzug. Ich bin auf dem Weg, keine Sorge. Ne. Mach mal schneller. Go. Ne, jetzt, sofort. Move. Ja, Baby! Das wird der Schmerzi! Ja, genau. Ja. Los! Oh, Granat. Lecker. Warum beam ich mich immer in die Fahrzeuge? Weil du von so weit weg gestartet hast. Cool. Lol. Du bist geflaggt. Gut, geht schneller. Aber nur du, wir ansitzen hoch genug. Moment. Achso, Third Pump Station. Dö. Natürlich auf der anderen Seite der Map. Gott. Naja, so in anderen Seiten der Map weiß ich auch wieder nicht. Nö, aber wieder komplett anders gesichert. Oh, der macht sich. Oh, holy shit! Der RPG-Loader hat gerade auf mich fokussiert. Holy fuck, das war schmerzhaft. Oh, ein Jet-Loader. Schön. Mega Jet-Loader. Richtig. Ey, ich hab einen neuen Player-Skin gekriegt gerade. Ja, wie das denn? Irgendeine Challenge. Ja. Oh, Level up. Hyperion Infiltrator, der ist ziemlich krass. Und unsichtbar. Nein, eigentlich nicht. Unsichtbar, ja, aber krass nicht. Boah, der nimmt überhaupt keinen Schaden gerade. Hast du gesagt? Also, ich hatte keine Probleme mit. Okay, ich habe ihn one-hitted mit dem Hauen. Der hat von meinen Schüssen überhaupt keinen Schaden gekriegt. Oder kaputt. Egal. War das ein Bug oder was? Kann sein. Okay, Sniper. Au. Abwechseln. Ich glaube, das halt einfach mal rein und macht die Teile auf, ne? Wie eigentlich jedes Mal. Ja. Wir können. Ich hab grad harte Racks. Ich hab eine Idee. Du warst für ein Fahrzeug. Ja, hier sind überall Fahrzeugspawner. Wie wär's mit dem hier? Ja, und ich mich kurz mit der Munition aufsammeln. So. Munition aufsammeln klingt gut. All aboard, anything. Rein hier. Bist du da? Gut. Ramme jetzt die Pipeline mit. Ich seh's schon. Das wird dich schon nicht umbringen. Wahrscheinlich. Du bist ausgestiegen. Bin ich, ja. Das wollte ich mir von der Ferne ansehen. Den Wumms habe ich bis nach Sanctuary gehört. Was sieht sich stark auf mir aus? Die Pipeline in die Stockade. Geh rein und finde raus, wo der Krieger begraben ist. Ja, da ausgestiegen einfach. Pisser. Wie praktisch, dass sobald der Druck weg ist, einfach die ganze Pipeline leer ist. Ja. Ja, Notabschaltung und so, ne? Voll. Ah ja, Shot. Ja. Cool. Haben wir an alles gedacht. Darf ich erstmal kurz meinen Punkt verteilen, gleich, wo es gerade ruhig ist? Ja. Was denn? Ah, du bist schon wieder next level. Ja, was machst du eigentlich?
Könnt ihr denn kurz stehen bleiben auch? Weil im Laufen kann ich mich nicht verteilen. Mir dauert das noch voll lange, ey. Leck mich am Arsch hier. Ich hab noch einen halben Strich. Dauert ja nie lang. Warum? Zum Teufel mit dem ersten Gesetz! Ja. Warum hat mein Schild gerade 2000 Daten, obwohl es eigentlich nur 1900 hat? Wahrscheinlich, weil du irgendwas hast, was deine Schildstärke erhöht. Aber die Schieß zum Beispiel. Eigentlich nicht. Lol, man kann die Kiste von hier aus öffnen und ausleeren. Du Penner. Schön. Irgendwas lila ist gerade. Hab's nicht gekriegt. Ich hab auch was in lila ist hier unten. Gar nichts. Leckt mich. Ja, ich sag euch gleich, was das alles war. Moment. Ich konnte es ja nicht sehen, ich hab's nur aufgehoben. Moment. Achso, erstmal kann ich meinen. Achso, den Skin hatte ich schon. Oh, schade. Das waren Schilde, drei. Wow, okay. Was für Schilde? Nova-Schild. Ja. Shockspike-Schild. Eher weniger. Und ein Roid-Schild. Ein Roid-Schild? Was? 2500er Roid-Schild. Wow, wie geil. Was kann ein Nova-Schild? Geil, ist Novas das machen. Moment, ich schmeiß ja mal raus, ist ja weiß. Kann ich ja machen. Moment. Achso, wenn der weiß ist, ja Milch. Nicht nach unten. Nein, das von. Nee, das von Konstantin. Achso. 2500 Roid, okay, das ist. Ui, da fliegt das. Wow, okay, das ist geil, natürlich. Hin? Hab ich schon freigeschaltet gehabt. So. Auf dem Assault-Charakter. Wenn es aufgebraucht. Okay, nee, das ist kacke. Das ist kacke, darfst du behalten. Ansonsten war Simon ja sehr am Nova-Schild interessiert. Ja. Ich muss auch mal mit, weil. Jetzt geht's. Mal schauen. Ist mein Schild mal kurz mit dem vergleichen, was ich gerade aufgehoben habe. Wieder Schockschaden beim Berühren. Weniger Elementresistenz und weniger Leben. Nee, lohnt sich nicht. Könnte ich gerne anschauen, wenn ihr wollt. Moment. Mal ausprobieren. Ja. Das sind die drei, die ich hier hinten rausgeklaut habe. Okay. Was eigentlich voll gecheatet ist, aber. Spike-Schaden. Wenn man darf. Das ist natürlich gut, das Schild, ey. Ja, es ist eigentlich natürlich unglaublich gut, aber. Meins gibt mir halt dazu noch mehr Leben. Ach, hier unten reingebounced, meine Güte.